Jedes Jahr machen sich Hunderttausende Flüchtlinge aus Mexiko in die USA auf. Was geht, Leute? Heute wieder ein neues Video, wie immer aus dem Flüchtlingskeller. Ey, ich schwöre, ne, hier ist richtiger Atombunker. Du kannst um Großmutters Ehre schreien, aber es hört einfach niemand. Und endlich mal normale Uhrzeit. Ja, sonst nehme ich immer so um 3 Uhr oder 4 Uhr morgens auf. So richtiger Hartz-IV-Vampir. Ey, das hat sich gereimt. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Ey Leute, ich meinte ja so bei meinem letzten Video, ja kommt, mach mal bitte so die 2000 Likes voll. Auf einmal, ich guck so, ihr seid full ausgerastet. So, das Video hat einfach 3.000, 4.000 Likes oder so und einfach über 20.000 Klicks. Wäre richtig krass, wenn wir dieses Mal auch nur so in die Nähe davon kommen. Deswegen liked auf jeden Fall. Und folgt mir auf Instagram, da bin ich ja jetzt auch richtig aktiv. Hier ist mein Name, edit mich oder folgt mir, keine Ahnung. Und jetzt gönnt euch das Video. Ihr seht, Leute, die Seiten sind wieder im stabilen Zustand hier. Könnte vielleicht auch ein bisschen kürzer sein, aber ist auf jeden Fall besser als damals. Ey, guck mal bitte, wie ich damals aussah. Ich weiß noch damals, wo ich 10 war, ne? Ich war mit meiner Mutter immer beim größten Allmann-Friseur. Bei der größten Allmann-Friseurin. Die hat immer so geschnitten und die hat einfach richtig reingeschissen, so. Einfach, die hat alles gemacht, was sie wollte, so. Die dachte, mein Kopf ist Atombombentestgebiet. Ey, Leute, bevor es mit dem Video anfängt, ne? Ich wollte euch nochmal sagen, ihr wisst ja alle, Iran hat gegen Marokko 1:0 gewonnen und ey, das war zu lustig, was einfach an dem Tag passiert ist. Erstmal, ne? Iran hat einfach durch ein Eigentor von Marokko gewonnen und ich schwöre, die ganzen Iraner in Berlin am Kudamm, die versammeln sich, tanzen, machen Party. Als wäre Iran schon Weltmeister. Und ey, was ich einfach richtig feiere, ne? Der Trainer von der iranischen Mannschaft, der ist nicht mal Iraner so. Der ist einfach Portugiese und heißt so Carlos Queiroz oder so. Ey, wie verständigt er sich überhaupt mit unseren Spielern so? Wie reden die überhaupt miteinander? Aber ey, sei uns trotzdem gegönnt. Nächstes Spiel gewinnen wir inshallah auch. Ihr wisst ja, Wunder gibt es immer. Ja, Leute, heute gibt es mal wieder eine Folge ausländische Liebesprobleme. Mein eigenes Format auf YouTube, was irgendwie richtig gefeiert wird, aber einfach komplett sinnlos ist. Für die, die es nicht kennen, es gibt so ein Forum im Internet, wo so Leute ihre Beziehungsprobleme hinschreiben und ich verarsche die einfach so ein bisschen. Ob das moralisch vertretbar ist oder nicht, spielt hierbei keine Rolle, weil guck mich mal an, ich werde selbst eh als Single sterben. Okay, also die erste Frage hat hier die Überschrift, mein Freund schreibt mit anderen Mädchen. Also ihr seht schon, hierbei handelt es sich um einen Ehrenmann. Nein, Spaß. Sie schreibt, hallo zusammen, ich bin seit fast 4 Jahren mit meinem Freund zusammen, wir sind beide 22. Guck mal, die haben schon einfach seit 4 Jahren eine richtige Beziehung, so haben so eine richtige History. Die eine schreibt ihr Problem so in ein Beziehungsforum rein und in anderen Ländern wird man einfach so als 14-Jähriger mit seiner Dorfcousine zwangsverheiratet, die so mehr Bart hat als man selbst. Ey, kranke Welt, Alter. Zur Situation. Seit Monaten hatte ich mal wieder das Handy von meinem Freund in der Hand gehabt. Ey, krasses Vertrauen. Einfach seit 4 Jahren zusammen, aber trotzdem Handy kontrollieren. Ey, was los mit dir? Ohne dir zu nahe zu treten, aber ich glaube, so ein vergammelter Cheeseburger ist mehr wert als eure Beziehung. Mich hat es interessiert, was er denn so in den sozialen Netzwerken treibt. Es gab nämlich vor Jahren einen Vorfall, wo er mein Vertrauen missbraucht hat. Leute, was lernen wir daraus? Holt euch einfach so ein altes, billiges Nokia-Handy ohne diese Social-Media-Scheiße, wenn ihr fremdgehen wollt. Ey, nein, Spaß. War natürlich nicht ernst gemeint. Fremdgehen ist nichts Gutes. Leute, ich spreche da aus Erfahrung. Hey Arvin, weißt du was? Ich habe es langsam satt, dass du diese abgelaufene Knoblauchwurst vor unsere Beziehung stellst. Was ist nur los mit dir? Ja, guck mal, aber du musst es doch auch so sehen. Ihr habt doch auch beide vieles gemeinsam. Zum Beispiel stinkt ihr beide nach verschwitzter Tennissocke. Och, das glaube ich jetzt einfach nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Was hat sie denn, was ich nicht habe? Ja, okay, ich verstehe dich ja, ne? Aber ich habe es dir bereits einmal gesagt und ich sag's dir jetzt nochmal, okay? Ich hätte auch einfach irgendeine scheiß Dorfcousine von mir heiraten können. Ja, aber ich dachte, das zwischen uns wäre Liebe. Egal, ich werde dich trotzdem für überlieben. Egal, was jetzt noch kommt. Weißt du was, du hast komplett recht. Bin ich eigentlich komplett behindert? Ich vergleiche dich gerade mit einer Knoblauchwurst. Ey, tut mir leid, so du weißt, du bist das, was ich mir immer gewünscht habe und auch nie verlieren wollte. Mein Engel, du musst nur wissen, diese Liebe zwischen uns beiden ist wie Glas. Manchmal sieht man diese Liebe nicht. Aber wenn sich das Glas dreht, wird das Licht unser Symbol der Liebe reflektieren. Und ey, was laber ich da eigentlich für eine Scheiße? Komm her, Baby. Stichwort soziale Netzwerke. Ich habe übrigens auch Snapchat. Sag mal, haben wir nicht was vergessen, ihr kurdischen Bergziegen? Gestern Abend hat es mich brennend interessiert und wie das Schicksal es so will, habe ich dort auch tatsächlich wieder etwas entdeckt. Boah, die macht richtig einen auf Indiana Jones, Amanasi Kerem. Scheiß doch auf den, Alter. Einen Chat mit einer Frau, dass er auf stumm gestellt hat, damit ich die Nachrichten bloß nicht sehe. Ey, okay, jetzt mal im Ernst, ne? Ich bin zwar kein Experte, was so Beziehungen und so angeht, sieht man vielleicht auch. Aber ey, was ich dir einfach durch meine Lebenserfahrung mitgeben kann, so auf den Weg, ist einfach, ey, du bist einfach behindert. Versuch einfach dein Problem selbst zu lösen. Was bringt dir so ein Forum so? Das wird vielleicht ein bisschen helfen, aber wenn er fremd geht, geht der fremd so. Löst das
das Problem doch einfach selbst. Ich will dich jetzt auch nicht beleidigen oder so, aber ey, ich kann mir wirklich richtig gut vorstellen, dass er viel mehr an seinen Arschwasser denkt als an dich. Okay, ey, scheiß mal auf die, die ist jetzt eh am Ende. Wir kommen zur nächsten Kandidatin. Der nächste Text heißt schlimmer Mundgeruch des Partners. Ey, krass, ich bin ja auch Gesprächsthema. Hallo, mein Mann hat seit längerem Mundgeruch. Mal mehr, mal weniger. Locker, dass so ein Allmann der Sucuk neu entdeckt hat. Er ist so erste Mal im türkischen Laden und schreit so, sag mal, gibt's dir auch die heiß bejahrte Knoblauchwurst? Vor 3 Jahren hatte ich ihn mal drauf angesprochen, weil es da wirklich schlimm wurde. Er war dann extrem sauer. Puh, Weste, die passt so richtig auf, ne? Ist so mies vorsichtig. Spricht ihn so leicht drauf an und er ist einfach der, der abgefuckt ist. Größter Ehrenmann. Ey, locker, er putzt sich so die Zähne mit Barbecue-Soße. Und heute Morgen musste ich fast kotzen, weil sein Atem nach totem Tier gerochen hat. Bin davon wach geworden und musste dann aufstehen. Guck mal, seh's doch positiv. Jetzt hast du immerhin so einen neuen Wecker. Aber ey, ich wäre kein Ehrenmann, wenn ich dir nicht helfen würde. Deswegen mein ganz persönlicher Tipp an dich. Deine Mutter! Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Ich schwör, ich hab auch 7. So viel hab ich getrieben. Aber wenn sich das Glas dreht, wird unser... Bin ich Goethe oder was?